1964 stellte Ford den ersten Ford Mustang auf der Automobilmesse in Detroit vor. Technisch basiert dieses Modell auf dem Ford Falcon. Es sollte das erfolgreichste Werk des Designers Joseph Orris werden. Er kam 1947 zu Ford und wurde 1955 Head of Design. Die ersten ausgelieferten Mustang-Modelle waren weiß und hatten ein rotes Lederinterieur. Die werksseitige Verkaufsprognose belief sich auf 100.000 Fahrzeuge im ersten Jahr. Eine ganze Generation Amerikaner wuchs mit dem Gedanken auf, dass der coolste Typ der Stadt immer einen Mustang fuhr. Schon in den ersten Monaten seiner Existenz wurden dank einer einzigartigen Werbekampagne zigtausende von Fahrzeugen verkauft. Im ersten Jahr waren es schon mehr als 1 Million. Zu den begehrtesten Mustang-Oldtimern gehören die Wagen der ersten Generationen. Das sind die Baujahre 1964 bis 1966. Von Weitem unterscheidet sich ein 1964er, 65er oder 66er kaum vom anderen. Doch um ein möglichst originales Fahrzeug zu erkennen, sollte man wissen, dass das Instrumentenbrett beim 1965er länglich ist, während beim 1966er die Instrumente rund eingefasst sind. Auch am Kühlergrill kann man das Baujahr eines Originals erkennen. Der 1965er hat einen Grill mit einem Chromquerbalken, der 1966er hat durchgezogene Linien. Bei den Coupés war das Grundmodell weit verbreitet. Die große Bandbreite an Sonderausstattungsmöglichkeiten beschert uns heute eine Vielzahl von Varianten in der Innenausstattung. Das Pony Interior zählte zur Top-Variante. Dies gab es nur für den 1965er und den 1966er Mustang. Die Ponys sind in die Sitzlehnen geprägt. Außerdem zieren mit Holz verschönte Elemente Türen und Armaturenbrett. Auch im Bereich der Motoren gab es wie bei der Innenausstattung Wahlfreiheit. Von der relativ schwachbrüstigen 2,8-Liter-Maschine bis zum 4,7-Liter-Motor mit 289 Kubik-Inches. Wer auf sich hielt, rüstete seinen Mustang auch gerne mit einer noch stärkeren Maschine auf, wie dem hier verwendeten 5,8-Liter Windsor Motor mit 351 Kubik-Inches. Vom Ur-Mustang wurden 1.293.000 Exemplare gebaut, davon 112.600 Fastback-Coupés und 174.000 Cabriolets.